Moin Moin. Moin Moin. Ja, jetzt haben wir den anderen die Kamera weggenommen, weil die haben ja nicht allzu viel gefangen. Der arme Dirk muss ja arbeiten, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja, Robin, Mila, weiß ich nicht. Die kuscheln zu Hause vielleicht. Und wir sitzen heute hier, mal bis Donnerstag. Und mal gucken, was so hergeht. Wir wollten eigentlich schon eher die Aufnahme machen, aber wie so ist, alles Gute kommt von oben, ne? Wir sind nass geworden. Ja, bis jetzt ist noch nichts Großes passiert, aber gut gegessen haben wir schon. Kann man so sagen, ja. Ne? Ein Süppchen haben wir gehabt, das passt schon. Also gut gegessen wird trotzdem, haben sich schon amüsiert. Also sowas können wir nicht nochmal bringen hier, Möhrensuppe oder sowas. Da denken andere, wir haben Öko-Essen. Nein. Das ist gesund. Ja, aber nur für die ersten 2 Stunden, weil danach ist es wieder raus. Ja, irgendwann hast du wieder Hunger. Ja, das Fertige gibt es heute Abend. Ja, was bis jetzt passiert, bis auf einen Fall bis, den wir leider verloren haben, nichts erstmal. Aber wir schauen mal. Und Robin, wenn du das siehst, denk bitte an die Passen. Für meine Bratwurst. Na da. Oder? Probieren. Er fängt ja jetzt lieber Brassen. Wenn ich das so mitgekriegt habe, nach dem letzten Video auf alle Fälle. Also großartig war nichts, aber eine Brasse hat er. Ich glaube 60 war sie. Ach komm, die war schön, die war schön. Ich ja. Weiß, du bist kein Brassen-Fan. Aber ich habe die Brasse nicht bei mir zu Hause. Das ist eine andere Sache, die hat er vielleicht selber schon gegessen. Ne, das glaube ich nicht, aber nicht Robin. Gut. Also der hebt doch bei allem die Zähne, außer bei Toastbrot und Salami. Na gut, wir hören voneinander. Jawohl, bis später. Da ist er. Genau. Du möchtest eine Oster essen? Ich würde eine von deinen selbstgemachten Ostern essen. Und dann mal zu sagen, es lohnt sich, die nochmal zu machen oder gleich zu kaufen. Also du isst nicht nur eine, sondern du musst 5 essen. Ja, 5. Es kommt heute keiner mehr. 5 schaffen wir nicht. Ja, wir kriegen den schon noch fett. Kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt Rost, das ist unser Abendbrot. Ja. So, moin moin und wie man sieht, Holger, nachdem er in der Nacht einen verloren hat, hat er jetzt wieder einen an der Blute. So, und dann erzähl mal was, Holger. Ja, also die ganze Nacht war nur ein Biss mit abgerissenem Vorfach, geschnitten, wahrscheinlich über die Muschel geschnitten oder über die Steinkante. Jetzt gegen 6.30 Uhr ging er dann ab, der erste Rand, mein erster Karpfen. Das heißt auch, ich bin für dieses Jahr endlich entschneidert. Also dein erster Karpfen für dieses Jahr? Für dieses Jahr, natürlich für dieses Jahr. Und hat 8, was haben wir gesagt? 8 Kilo hat er. 8 Kilo hat er, genau. Und mit 80 cm ist es doch schon ein schönes Teil. Na Petri, meiner. Danke. Keine Kraft. Es steht Power drauf, nicht Bank. Wo steht denn da Bank? Ja. Also keine Bank, kann sich draufsetzen? War aber Saft, der hat aufgegeben. Ach, du brauchst Saft, wieso steckst du es da rein? Ach Gott, das habe ich das falsche Wort. Ja, ich hatte noch ein paar Angebote mehr für dich. Ist okay. Aber du hast gesagt, du wolltest dich aufladen. Ja, mache ich auch. Ich genieße das jetzt. Machst du Sonne, zack. So, ja. Wir haben Ziel auch immer erreicht. Also ich zumindest. Ich bin Entschneider. Ja, ein Entschneider bin ich ja schon lange. Aber und das, naja, ich habe ja seit Ostern euch immer hinterher geguckt. Sagen wir mal nicht so hinterher gucken. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Kannst du nicht ändern. Ja, ich hatte ja auch nicht die Zeit, ins Wasser zu gehen. Ja, nur hat eben Holger, ich habe meine Arbeit getan.
Er wollte Fisch haben, das hat ihm halt geklappt. Freut mich für ihn. Dirk auf Knoblauch-Boili. Ja, auf Knoblauch. Ja, wie gesagt, hat er in der Nacht hast du auch noch einen ran gehabt. Aber der ist kurz vom Ufer. Mit der Muschelbank, Stein, irgendwas. Hat sich das Vorfach zerschnitten. Ne? Ja, so viel war übrig. Passiert, aber dafür hat es heute früh noch geklappt. Also mich freut's. Petri nochmal. Petri, danke. Einwandfrei. Ich bin vollkommen zufrieden. Wie gesagt, ist der erste. Es wäre schön, wenn es weitergeht. Ja, wenn wir nicht, haben wir noch. Wir haben noch. Ich bin glücklich. Mich freut's. Petri nochmal und schauen wir mal, was noch so kommt. Und ihr werdet dabei sein. Genau. Schauen wenn ich es so schnell schaffe, weil ich komme mit der Kamera auch noch nicht so klar. Nimmt es mir nicht übel. Weil sonst macht es ja der Dirk. Der hat auch größere Hände wie ich. Passt doch schon, ne? Der kommt mit dem kleinen Ding viel besser klar. Ja. Gut, bis dann. Bis dann, ciao. So, Holger, was haben wir denn hier gefangen? Wir haben auf 2,16er Boilies, sowas, was ich noch nie hatte, eine riesengroße Brasse. Wie jetzt? Was hast du gefangen? Eine Brasse. Du machst wohl jetzt Robin-Konkurrenz. Na, das könnte glatt so werden. Ich zeig's euch mal. Wie groß ist sie? 56. Oh, ich war gut mit dem Schätzen. 56 und ja, gewogen haben wir sie nicht, das bringt nichts. Okay, Petri, mein Freund. Dankeschön. Soll ich euch mal sagen, wer da ist? Der Brassenrobin, der will es heute nochmal versuchen, meine 20 Brassen zu fangen. Schaut euch das an. Das hat doch geklappt. Ja, ist ja komisch. Oder? Ja, kann. Was soll ich sagen? 90 cm und was hat er gehabt? 13,6 Kilo. Top. Lächelnde Biene. Ich kann nicht. Kann ich? Eins machen wir. Sehr schön. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade die Hähne gut rausholen, einen Köderfisch. Ja, und dann hast du es gehört. Nee, machen wir nicht.
Ah, ja, kommt schon wieder. Oh, noch ganz klein. Ja, hoffentlich. Spiegel? Schuppig sieht's aus. Oder? Also eine Krasse. Ja. Nee, ist ein Spielplatz. Ganz gern. Das ist doch nicht höher, ja, da bin ich nicht. Komm, alle, los. Oder, oder? Oh doch, Spielplatz. Jetzt schon nicht doch. Das war was. Also. Schöne Brasse. Nächste Ehre. Aber die hat keine Schuppen mehr. Tja, scheiße, oder? Alter, was neue Sorte packt. Was ist das denn da? Was für die Internet? Was? Wie groß ist deine Brasse nun? Keine Ahnung, ich habe noch nicht gemessen. Aber immer der erste Karten. Nicht groß. Aber der erste Karten. Aber schön. Ja. Aber schöne Schuppen. Immerhin. Ich bin jetzt unmöglich. Holger, sag was. Was soll ich sagen? Abmoderieren. Es waren 3-4 wunderschöne Tage. Ach so, ja. Es läuft schon. Na klar. Ah, scheiße, nochmal. Beginne. Du darfst. Ich muss aber schnell was zusammenlegen. Also wir hatten hier 4 wunderschöne Tage mit für jeden eigentlich einen guten Fisch. Denke ich mal. Fisch, ja, ja. Ich hatte noch eine Ausnahme dabei. Ich habe noch eine ordentliche schöne Brasse gefangen. Ja, wollte gerade sagen, eine Brasse, ne? Da war die Brasse noch. Erwähne die ruhig. Ja, habe ich ja gerade erwähnt. Brassenkönig. Aber ich gebe ehrlich zu, so eine große Brasse habe ich selber noch nicht gefangen. Das war die erste. Der Karpfen selber war für mich auch hier voll in Ordnung. Also für mich sind die 4 Tage mal so richtig wieder entspannend pur gewesen. Mit den Freunden gerne jederzeit wieder. Jeder hat Fisch gefangen. Jeder hat Fisch gefangen. Ja. Du hast ja welche noch verloren, ne? Ja, heute früh. Heute früh. Das waren schöne. Nehme ich es mal an auf die Entfernung, aber passt schon. Ich das ist ausgestiegen. Verloren. Muss auch sein. Ja, in der ersten Nacht. Unter letzten Nacht. Naja. Ob wir das was sagen sollen? Ja, das wissen wir nicht. Aber die Fische müssen auch eine Chance haben. Aber das ist ärgerlich. Aber für die Früh färbt sie den Fisch. Der sitzt jetzt unten und lacht sich eines ins Fäustchen. Hätte er das gewusst, dass ich ihn eh wieder reinsetze. Tja. Naja, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt zusammenpacken. Leider. Jeder muss mal nach Hause. Ja. Kleine Zwehe hier. Ja, wir müssen unbedingt mal unter die Dusche. Nee, war schön. Ja, war auch alles dick. So. Ja, alles gut. Schneid's raus, bitte. Nee, das kommt mit rein. Nee, das passt schon. Nee, auf du kannst dich noch mal verbessern. Nein. Möchtest du alles schick natürlich. Es war alles schick. Nee, war schon. Wir haben auch schön gegessen. Das habt ihr diesmal nicht gesehen. Aber es war okay. Es war nicht okay, es war wieder mal spitze. Muss ich mal so sagen. Du kannst das einfach. Gut. Nein, nee, er nicht, kann, aber er kann nicht einfach. Aber übel dürfen sie uns nicht nehmen, das mit der Kamera, wenn irgendwas ist. Ja, das erste Mal für mich. Ja, ich. Das wollen wir ja auch nicht. Ich hab's versucht, ich hab's gleich sein lassen. Muss ich aber zugeben, ich bleib bei Fotos. Wie war das? Wie war das? Alles gut. Perfektes Korn. Na gut, machst du Kamera? Ja, Dirk, es war schön. Dirk hat ihn dir nachgezogen. Tschüssi. Ciao. Macht's gut.